So, dann machen wir unsere Einlage für den Spargelsalat. Da haben wir uns Eier hart gekocht. Jetzt kommt so ein kleiner Trick fürs Hacken. Wenn man eine Spätzle oder Kartoffelpresse zu Hause hat, tue ich das hart gekochte Eiweiß. Und jetzt machen wir einmal so und schon haben wir unser Eiweiß gehackt. Wie es so schön im Fachjargon heißt, Tomate Congassé schneiden, also in Tomatenwürfelchen. Und, Dankeschön, wie ein Strauß Blumen, schöne Streifen schneiden. Dann schneiden wir uns unseren grünen Spargel. Dann nehmen wir uns hier einen Anrichtering, unsere Spitzen. Dann haben wir hier den Spargel-Espuma. So, dann das Petersilienöl, Rehrücken. Würde ich mal sagen, ein Traum. So, das wäre unser Gericht. Und wenn Sie mal keine Lust zum Kochen haben, kommen Sie uns besuchen im Hotel Alt-Weimar mit dem Restaurant Andreas Scholz. Wir freuen uns auf Sie. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de